Ich hab ne Triple E im Visier. Observe on searching. Links kommt aber auch Beschuss rein. Dem gehst du auf der ID. Siehst du die? Die haben gerade von links geschossen. Von dieser Landung. Achtung auf die Tracer, der wird gleich wieder schießen. Auf 12 Uhr. Ich greife 12 Uhr eine AAA, auf, also links auf 11 Uhr muss auch noch eine AAA wahrscheinlich sein. Target search. Oder ist das Landungsschiff, was er gerade geschossen hat? Wir werden beschossen. Wir werden mit Flak beschossen. Ja, ich sehe die Sprengwolke. Ist es im Glücksspiel? Ich sehe da Rauch am Strand. Ich schätze mal, da schießt das Landungsschiff drauf. Searching for targets. Eiffel. Target search. Observe off. Nee, ich hab mich verwirren lassen. Mein Fehler, ich dachte. Landungsschiff nicht gesehen. So, mein Ziel habe ich zerstört, ich gehe raus. Target in sight. Launch. Get me closer, out of range. Effects on target. Storm selected. Searching for targets. Target search. Tracking target. Target in range. Launch. Jo, verstanden. Ja, im Wald ist irgendwas. Ich versuche einen anderen Anflug zu kriegen. Ja. Sehr gut. Also, wir haben noch genau unten noch die kleinen Boote. Ja, bin ich flair gerade. Muss aber rausgehen. Bitte. Leon an der Helikopter, links in der kleinen Ortschaft, links vom Hafen scheint noch was zu sein. Überall haben wir noch Ziele. Mir auch im Boot. Tracking target. Target in range. Storm selected. Searching. Ja, ich bin hier instant bei, sag mir, wenn du rausgehst. Schuss auf dich. Oh, target destroyed. Observe off. Geh rein. Du suchst jetzt aus größerer Höhe. Ja, dann haben wir die Triple A.
Bin gelandet, Munition hier auf. Ja, da aber keine Rakete drauf verschwinden, also keine Lenk. Nee, lieber für Fahrzeuge oder Dings aufbewahren oder AAA, wenn wir noch eine finden. Lass mal nochmal genau gucken, ob wir... Also genau abscannen die Gebiete von allen Seiten, ob wir nicht eine AAA noch finden. Ansonsten warten wir auf Beschuss. Also wenn jetzt unsere Truppen landen und Flo landet, dann warten wir erstmal auf Beschuss ab. Nee, das ist schon ein Pop. Aber ich komme jetzt zurückgeflogen. Ja gut, da sind ein Haufen Truppentransporter, die APCs, die müssen alle weg. Wir haben wieder der Luft auf dem Weg zum Hafen. Wiederholen bitte. Ich bin wieder in der Luft und auf dem Weg zum Hafen. So verstanden. Nein, ich würde nicht so nah gehen. Das Schiff kann auch noch ein bisschen was machen. Ich hatte noch 5 Raketen drin gehabt in dem Pots pro Seite, aber er hat keine mehr rausgeschossen. Ist man irgendwas resetten oder so? Nicht. Ich bin einfach arm vorher, also ist bei 24. Krokodil von Leon, komm. Checkt mal, ob Puerto Harris sicher ist und wenn ja, versucht mal dort in der Nähe zu landen, da müsste auch wie eine Farb sein. Und mal zu gucken, ob ihr auch dort bereits Gruppen aufnehmen könnt. Muss man erstmal loswerden. Ich habe meine Bordkanal dabei. Dann ist alles in Ordnung. Dann kann ja nichts. Naja, ich meine, wenn ich rüberfliege und da ist noch was, dann schießen sie ja drauf. Ja. Das war jetzt mein Plan. Wo seid ihr da jetzt? Ich sehe da Feuer in der Stadt. Genau, und nördlich davon, also rechts von deinem Anflug, da lande ich gerade, da ist eine kleine Farb. Kannst du deine... Ja. Ah, ich kann sie kannst du gleich drin lassen, ne?
Also schießen tut beim Bordschutz so nicht. Ich glaube, die haben wir ganz gut eingedeckt. Hier kommt auch das Landungsschiff gerade angefahren. Und Tim, Freitag sieht schlecht aus, oder? Aber es ist diese Woche Freitag, nicht nächste Woche. Dann funkt das mal durch, weil er dachte, das würde gehen. Gut, ich flieg dich mal langsam Richtung Nord. Ich hänge mich dann an Tim ran. Ich hab massiv LKWs, also LKWs habe ich en masse. C-130, was war denn mit C-130, sollen wir die kaputt machen oder? Looking for targets. Jet, Haufen Jet und eine riesen Liste. Aber es ist ja schon der Flughafen, oder? Das ist ja nicht die Garnison. Ja. Ja. Aber guck gerade eher nach Luftverteidigung. Copter. Hack ist auch noch nichts zu sehen. Komm. Ich könnte hier flach am Strand anlanden und Truppen absetzen. Ja, die Truppen kannst du hier vorne am Strand wirklich absetzen. Hier auch vor der Baumlinie. Ich geh mal nach links. Damit ich hinten die Bäume noch ein bisschen als Deckung habe. Genau, setz die mal erstmal gemeinsam ab, weil die können wir da unter Deckung absetzen. Das finde ich auch erstmal gut. Da hinten qualmt doch irgendwas, wir haben wahrscheinlich die Hoxen zerlegt. Da geht eine Straße in den Wald rein, ich versuche auf der Straße zu landen. Falls Semper weiß, was ich meine. Ja, ich ungefähr, aber nicht so weit die Straße entlang, ne? Dann kommst du so. Ne, halt hier direkt am Strand der Wald, ne? Genau. Und da geht eine Straße direkt rein in den genau, Wald. Und auf der Straße dann nicht. Mal da links. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mal die Garnison mal ein bisschen beschießen. Einfach mal pro forma, das kann mir nie schaden. Oh, die Sonne kommt raus. Ist das schön. Da bangt man jedes Mal bei der Mi-24, ne? Ja, sei bitte tief. Garnison habe ich mal erstmal gut getroffen. Gehe wieder raus, da waren sehr viele EPCs. Ist aber von Süden schlecht anzugreifen. Also ich würde dann eher versuchen, also ich versuche jetzt mal über, was ist das, West mal anzufliegen. So, Truppen sind raus. Propeller, 3 Block.
Achso. So meint er hier die meinte Flieger am Boden wahrscheinlich, deswegen macht er hier die ganze Zeit Meldung. Ja. Wo ist jetzt die Garnison? Gibt es irgendwas Optisches? Ne, die Garnison ist da, wo die kleine Ortschaft ist. Also dieses kleine Dorf vor der... Ich schwebe hier so ganz flach am Strand entlang. Da müsste es auch so ein bisschen brennen. Also am Rollfeld brennt es ein bisschen und wie gesagt, die Garnison hat gerade von mir noch einen Treffer reingekriegt. So, ich bin jetzt westlich vom Rollfeld. Da war auch alles kein Beschuss, alles safe. Also von da kann man eigentlich auch gut agieren. So, hier ist rein. Oh, da ist Sam. Sam. Wir haben ein feindliches Sam. Bist du der gerade das Wasser hinausfliegt? Okay. Oh! Tim geht runter. Tim verloren. Tim wurde von einer Rakete getroffen. Ich hab eine Rakete. Ja, ich hab das aber zu spät gesehen. Ich auch, ich hab zuerst gesehen. Also die muss fast am Strand stehen, so schnell wie die kam. Eine Sandbox. Searching. Wieder unterwegs. Target search. Also ich habe jetzt wieder einen Haufen Raketen dabei und Truppen. Und fliegt einer von euch gerade auf dem Meer, am Strand entlang? An der Küste entlang? Ja, dann habe ich dich glaube ich gerade von der Farbe aus gesehen. Ich stoße jetzt aufs Meer raus und versuche mich an dich ranzuhängen. Achso, ne, dann bist du doch nicht. Ja, Feuer frei. Target in sight. Get me closer, out of range. Irgendwer fliegt vor mir auf dem Wasser. Ready to fire. Launch.
effects on observe off. Leungen, alle Ziel westliches Flugfeld gesichert, mögliche Sammelstellung, wir greifen an. Ende. Ja, EPCs hatte ich vorhin eine ganze Menge dort, ja. War es noch so ein Funkturm oder so daneben, ne? Ja. Weil dann würde ich da mal Raketen reinziehen, zimmern. Auch wenn meine Raketen wahrscheinlich nichts ausmachen an den Dingern. Irgendwas ist da gerade explodiert. Ja. Das bin ich. Die Gazelle hat auch gerade geflirt. Okay. Dann bald. Und... Ich glaube, meine kommt viel zu kurz. Good effects on target. Observe off. Oder auch gar nicht. Wo sind die hin? Wo hätten die hingeschossen? Oh, da hinten. Nummer rein. Die kam gut, glaube ich. Leon hört. Status-Update laut Windiers, Sam-Stellung ausgeschaltet. Konzentrieren auf Befestigungen und Bunker. Ich versuche hier im Wald zu landen und die Truppen abzusetzen. Ja, beim See, am See, in dem See. Ich werde beschossen. Wird doll beschossen. Wie rotiert den Typen nicht? Was ist denn? Oh, da kommt die Rakete und sie haut mich weg. Weiß nicht, was das soll. Nee, die ist vorbeigeflogen. Schwein gehabt. Die hat aber getroffen. Ja, ich bin drauf, auf ihn zugeflogen. Ich hab ihn ja schon gesehen, aber Petro sieht ihn nicht. Ich weiß nicht, warum der Film in die Fall ist. Ich verstehe es nicht. Das steht nicht mehr gut versteckt, also das steht wirklich da ganz offen und...
right. Can see the target. Shift right. Can see the target. Shift right. Can see the target. Observe off. Truppen raus. Die 8 hat Truppen abgesetzt bei der Garnison. Du fliegst aber noch drin, ganz flach. Jetzt fliegst du mit mir. Leon Lead wieder auf dem Weg in sein Gebiet. Tipp ein, dann Leon Lead. Wiederholen. Tipp 1 an Leon Lee. Höre. Gibt es irgendeinen Status, wie es aussieht am Flughafen? Es ist schon sehr viel zerstört, allerdings ist nordwestlich des Flughafens auf jeden Fall eine Sammelstellung. Okay, so verstanden. Wir müssten alle Bodentruppen einfach durchgeben, er kann es durchgeben. Ich weiß nicht, was er da von mir will. Oh, da kommt eine Wegen. Da! Rakete in der Luft. Kommt aus dem kleinen Waldstück dort, da wo Stefan zu meinte. Versuch Rakete rauszukommen. Two Ship India inbound, Garnison. Raketen in der Luft, ihr müsst leer. Und die eine Rakete steht auf jeden Fall an dem Waldstück nördlich vom Flugfeld. Oh Gott, meine Raketen sind da viel zu weit gegangen. Versuchen wir bei der Garnison zu landen. Gerade kein Feuer von dort. Nichts bei der Garnison. Nur nicht, wir decken das nicht ein. Hab ich so verstanden. Doch, wer hat noch beschossen und fängt halt über? Incoming fire, 1 o'clock. Ich bin tot. Oh, es hat mich getroffen. Da kam auf jeden Fall keine Rauchspur oder so.
Leon, für Windier, spektakuläre Explosion, da kann eigentlich nicht mehr viel sein. Schön, dass wenigstens ihr die schönen Bilder habt. No, ein bisschen kurz. Obwohl. Naja, du stirbst doch nicht. Flair! Ui! Ui! Ja, deswegen bist du auch gerade nicht gestorben. Die ist dir, glaube ich, gerade einen Millimeter am Arsch vorbeigeflogen. Flair! Ui! Und rechts von dir. Weißt du, wo die... Nee, ich will dir nicht sagen, wo die steht, das wäre ja doof. Searching for targets. Schießt du gerade auf die Garnison? Observe on searching. Target search. Ja, direkt auf deiner Nase im Prinzip. Er zielt auf dich, er zielt auf dich. Ja, aber er schießt. Doch, er schießt. Flair. Dreh ab. Sehr gut. Rakete. Ja, ist vorbeigegangen, die Rakete. Ah, du hast halt noch zwei Doms oder was weiß ich, was das ist, wa? Oh! Stefan Rakete, hat Rakete! Flair! Er hat noch einer rausgeschossen, bevor er gestorben ist. Leon 1 hat wahrscheinlich ein Manpad ausgeschaltet, allerdings immer noch am Flugfeld. Ja, ist vorbeigegangen. Stellung Gegner, wo auch Raketen gerade. Oh, Stefan hatten. Leon 1, Witches RTB. Target in sight. Ready to fire. Engaging. Target search. Target in sight.
Kommande, Lobo Missile verlebt, Kommande. Target destroyed. Request rearming. Copy. Ja, das ist der Panzer, der Panzer. Der hat den eisernen Vorhang, weißt du, den von... Das ist gar keine Type L, ist nur ein M60. Oder ein M60. Gut. 5,2. Observe on, searching. 4,8. 4,5. Kannst auch ein bisschen warten, wenn du willst. Oh, also kannst auch auf 3 schießen. Tracking target. Get me closer. Junge. Out of range. Schreck mich doch nicht so. Was ist denn? Verschwend nicht die Munition. Ja, wir gucken, ob es funktioniert. Da hinten steht man mit Flair auf einmal gucken, ob es geht. Rifle? Direkter Treffer, brennt. Jawohl, getroffen, Ziel zerstört. Ist der wahrscheinlich, ich gehe links weg? Jawohl, Dings raus, ja, hab ich. Jawohl, ich sehe einen schönen Net Dings und dann Stabilisierung, ja. Dingsbums! Dingsbums! Dingensebumse! So, jetzt müsste da drüben... müsste noch was stehen auf dem Flugfeld. Ja, ich sehe es also ungefähr von der Mitte aus der Landebahn Richtung Küste, so auf so einem Feldweg, so noch wieder diese Bunker. Ah, viel zu weit. Ups. Mann, von da drüben schießt doch auch noch was her, oder? Zwischen den Zelten, ajo. Oh, das ist ja so, so tot. Ja, oh Gott. Okay, zwischen den Zelten steht an. Auch noch was. Los, die kriegen wir noch raus. Habt ihr wenigstens Truppen absetzen können oder fliegt ihr einfach in den Tod? Ne, ich bin tot, glaube ich. Ja, wir sind alle tot. Weil dann nehmen die Maus und die an die Kanone hinten.
Es wird schwieriger, wenn ich einsteige. Nee, aber die haben echt krass viel Gewicht anscheinend, die Co-Piloten. Ja, die sind ja aber eigentlich auch dabei. Ja, aber trotzdem. Gleich kann er mal Trigger fliegen und ich steige ein. Ja, kann er nicht. Ab, ich habe keine Eingabegeräte mehr. Na guck mal, Alter, die Eier wiegt rum, als wenn ich 1000 Kilo wiege. Du musst vielleicht der Autopilot ist auch aus hier wieder in der Mitte. Den müssen wir nochmal anlassen. So, jetzt noch mal. Vielleicht liegt auch daran, ja. Warum geht der aus, wenn du einsteigst? Weil ich krieg eine Generator Warning und dann geht der aus. Aber du hörst die Generator Warning wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Hm. Das ist, weil ich nicht von Anfang an mit an Bord war. Na gut, jetzt wissen wir es. Jetzt ist gut. Ja, jetzt ist der Autopilot auch wieder. Wie weit bist du vom Zielgebiet weg, Flo? Oh. Ein Stück. Weil ich würde sagen, dann machst du den letzten Ich mach gerade einen Anflug. Ich mach gar gerade einen Anflug auf den Flughafen. Schauen wir mal, ob ich die Ziele richtig eingegeben habe. Genau, und dann dann lassen wir es für heute, aber Erfolg ist es so oder so. Das ist schon mal gut. Jawohl. Das ist gut, weil die werden jetzt gleich hier sein, wenn ich komme.